Hi Leute, willkommen zurück zur weiteren Folge. Wir hatten in der letzten Folge hier unsere Flotte mal weitergeschickt. Muss mich jetzt gerade selbst mal noch orientieren. Ich glaube, die hatten wir hier schon in den Spitzsektor geschickt. Denn die wollten wir ja mal jetzt testen. Wir haben ja da jetzt einige Klapperschlangen mit dabei. Die haben wir ja selber produziert. Noch eine, die B-Mod ist noch mit dabei und der Träger an sich. Und wir haben auch noch einen Träger gekauft. Gerade gucken. Da ist er doch. Genau, noch 8 Minuten, dann ist er auch fertig. Zwei Klapperschlangen sind hier noch in der Produktion. Und ja, diverse Ares, aber das ist ja nichts Neues, dass wir die bauen. Können mal kurz gucken, wie weit der Bau unserer Schiffswerft hier eigentlich ist mittlerweile. Es fehlen noch ein paar Sachen, denn wichtig wären tatsächlich dann die Produktionen für die Terraner-Waren, dass wir hier problemfreier selbstständig die Terraner-Schiffe überhaupt produzieren können. Aber okay, das ist alles im Bau. Dass das noch ein kleines bisschen dauert, das war ja klar. Gucken wir mal gerade noch in unsere Forschung rein. Wie weit sind wir denn da eigentlich mit den Materialien? Da fehlen jetzt noch mehr Elektronikkomponenten. Die sind auch momentan ein bisschen schwierig zu bekommen, glaube ich. Aber das wäre dann in Anführungszeichen ja nur fürs Terraforming-Projekt, also auch nichts weltbewegendes. Naja, relativ, ne? Die Schiffswerft, die haben wir ja mittlerweile den Paraniden übergeben. Und die wollen jetzt auch noch Geld von uns, beziehungsweise Bosotavel-Geld von uns. Die wollen ja einmal die ganzen Materialien hier haben, um ein Flaggschiff zu bauen. Und hier sollen wir noch 1 Milliarde an Bruce überweisen, damit er hier seine Forschung durchführen kann. Und die Splits, die wollen ja auch noch 400 Millionen von uns haben. Ja, also insgesamt 1,4 Milliarden Credits bräuchten wir theoretisch jetzt mal so kurz nebenbei. Aber das werden wir mit der Zeit von alleine reinholen, denn wir geben ja im Grunde ja nichts mehr aus an Geld. Ein bisschen hier für Ware manuell vielleicht zu kaufen, aber so im Großen und Ganzen kaufen wir ja nichts. Wir produzieren jetzt alles nur noch selber. Das heißt, Zerstörer sowie später auch die Träger, da haben wir jetzt tatsächlich noch die Blaupause nicht gekauft. Wobei wir so selten die Träger hier bauen, das war da tatsächlich eigentlich schon keine Blaupausen dafür bräuchten, weil die sind halt auch relativ teuer. Und mehr wie 4, 5 Träger werden wir sowieso nicht haben. Und deswegen lohnt sich vielleicht der Blaupausenkauf da schon eher nicht. Aber das können wir ja noch schauen. Jetzt gucken wir mal gerade, was hier noch fehlt. Eine Menge von dem Metall-Mikrogitter fehlt. Ja, alles, was wir hier wie die Terraner-Zerstörer brauchen. Das weiß ich gar nicht. Ist eigentlich schon die XL-Fertigung durch gewesen? Die ist schon fertig. Das heißt, da könnten wir theoretisch dann später auch noch XL-Schiffe produzieren. Planmäßig mal die Asgard zum Beispiel. Denn die können wir nur selber produzieren oder wir würden sie entern. Aber ansonsten werden wir da wahrscheinlich nichts Größeres drüber laufen lassen. So, und ansonsten gucken wir mal gerade noch hier nochmal in die Leere rein. Das passt alles soweit. Oben ist noch ein Xenon. Zerstörer. Aber die kommen im Grunde soweit klar.
Wir haben ja versucht, so ein bisschen unsere... Ja, okay, also unsere Schiffswerftversorgung versorgt tatsächlich auch die Schiffswerft. Ist ja schön zu sehen eigentlich. Was haben wir denn hier noch für ein Schiff stehen? Da steht auch noch eine Klapperschlange. Ach stimmt, die hatten wir da so auf Seite gestellt für... Die B-Mods zerstören war das, ne? So, ich würde sagen, wir fliegen jetzt mal Richtung, ja, Richtung Flotte. Also das heißt, wir fliegen, wo sind wir denn? Zu unserem Zerstörer hier mal hin. Zu unserer, ja, Träger-Zerstörer-Flotte. Wobei wir theoretisch die Odysseus gar nicht mal unbedingt bräuchten. Wir können eigentlich auch das so lassen. Wir können ja den Träger als unser Basisschiff nutzen. Wir lassen jetzt einfach mal die Flotte hier noch in den Sektor reinfliegen. Wir nehmen mal den Zwischenbefehl hier raus. Gucken wir mal, was unsere Klapperschlangen hier so bewirken können. Oder auch nicht. Ansonsten haben wir jetzt auch keine größeren Schiffe jetzt irgendwie. Das sind, glaube ich, noch zwei in der Produktion. Also zwei Klapperschlangen. Die brauchen aber noch ein bisschen. Wir hätten theoretisch noch eine Kolossus gleich fertig. Und noch diverse Ares. Ja, die Ares, die werden wir auf den neuen Träger auch noch verteilen. Dann gucken wir einfach mal. Erreiche System. Diana Mossura. Ja, okay, das hier ist ein bisschen nervig. Was eigentlich abkürzen? Die wollen ja in den Sektor rein. Das wären eigentlich mehr Sprünge. Das wäre eigentlich cleverer, wenn wir hier durchs Tor fliegen. Blindheilefabrik. Sprungtor. Matrix. Nummer 4, 5, 1. Aber mit der Odysseus sollte das auch relativ flott gehen. Jetzt gucken wir mal, wo bleibt denn jetzt hier unsere Kolossus? Noch eine Minute. Da müssen wir eh noch Besatzung draufschmeißen. Ich glaube, die habe ich nur mit Kapitän gekauft, damit wir da nochmal unsere Teladi draufpacken können. Wobei so eine Astra, die würde sich natürlich eigentlich auch gut auf einem Träger machen, ne? Weil die haben ja die Möglichkeit, ja auch noch zu schießen währenddessen. Na, ja, mal gucken, ob wir so durchkommen hier. Knapp werden. Ja, ne, funktioniert. Okay. Erreiche System. Matrix. Nummer 4, 5, 1. Okay, so, wir wollen durch das Tor hier. Sprungtor. Sprungtor. Familie Tkr. So, jetzt werden wir mal klassisch driften. Okay, ich habe ein bisschen zu lange gebraucht tatsächlich. Wenn man nicht allzu lange driftet, dann kann man die Geschwindigkeit noch relativ hoch halten. Dann sind wir nämlich schon direkt schon hier in dem Sektor, wo auch unser Träger ist. Das sind im Endeffekt jetzt erstmal nur die Xenon-Stationen. Na, die gucken wir uns mal an. Machen mal die Aktionsfarben aus, dann sehen wir auch wirklich, was hier feindlich ist zu uns. Also im Endeffekt die ganzen Katzdinger hier.
gucken uns mal kurz hier die Station an. Verteidigungsdrohne. Oh, die haben Verteidigungsdrohnen. Das ist ja sehr freundlich hier. Xenon-Verteidigungsstation. Aber die hat optisch betrachtet jetzt hier erstmal keinerlei Geschütze. Naja, unten hat sie tatsächlich welche. Wobei uns die Xenon-Station jetzt eigentlich erstmal wenig interessieren. Wir fliegen mal weiter. Ich denke, wir werden uns hier direkt mit den Stationen beschäftigen, die relevant sind. Es tut mir leid, ich habe Sprung vor. Tarkas Schlucht. Hier ist sogar noch ein Teladi-Zerstörer an der Station dran. So, währenddessen wir dann wieder hochfliegen, nehmen wir mal unsere Kolossus hier und schicken die mal hier zur Schiffswacht der Teladi. Ich da echt schon Besatzung für gekauft gehabt? Tatsächlich. Ich möchte die aber eigentlich gar nicht haben. Ah, okay, da kann man sogar... Ah, seht ihr, das... Ich weiß gar nicht, ob es den Menüpunkt vorher gab hier, dass man die nicht zugewiesen einfach so löschen kann. Aber das ist ja echt praktisch hier. Weil ich hatte mir immer einen abgemüht, hier dann die zu verschieben. Na, okay. So, dann holen wir nämlich Teladi-Besatzung. So, und wenn der dann soweit fertig ist mit Besatzung, dann schicken wir den doch einfach mal hier noch zum Upgraden der Bilder und Waffen. Wir haben jetzt 388.000 und wir kämen allein mit den Schilden schon mit 100.000 mehr. Das wird aber wahrscheinlich recht teuer, wenn wir das jetzt auf alle Baugruppen machen. Machen es aber mal, vielleicht wird das hier ja dann unser Hauptzerstörer. Wir gucken mal. Okay, die Triebwerke bringen uns natürlich nichts. Wir haben da bereits MK3 drin. Bilder. Ansonsten passt das eigentlich. Okay, und er ist mit Flak ausgestattet, ne? Also das wäre dann auch noch der Unterschied. Ansonsten passt das soweit. Achso, wir können es gar nicht jetzt hier bestellen, weil der erst noch zur Schiffswacht den Job drin hat. Na okay, dann lassen wir den erstmal dahin fliegen. Gucken wir mal gerade unser Träger. Ja, der ist da. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt die Station hier vornehmen. Wir teleportieren uns jetzt einfach mal darüber. Tarkas Schlucht. Lassen wir mal grundsätzlich in den Sektor mit reinfliegen. So, mal gucken, ob wir Infos zu der Station hier bekommen. Naja, nicht wirklich. Smart Chips Fabrik.
Die sieht jetzt aber auch nicht allzu stark bewaffnet aus, beziehungsweise die hat, glaube ich, gar keine Bewaffnung. Das macht es eigentlich relativ einfach. Wir machen es aber jetzt mal wirklich ein bisschen anders. Wir können jetzt angreifen lassen, wir machen aber Angriff koordinieren. Und werden die automatische Freigabe ausschalten. Dann lassen wir die jetzt mal alle hier starten. Das heißt, die werden jetzt alle auf Position gehen und wir checken jetzt mal hier in der Flotte noch kurz die Klapperschlangen selber. Die stehen nämlich hier verteidigen. Das macht eigentlich nicht so viel Sinn. Wir machen da alle Feinde und machen hier Großkampfschiffe bei den Plasma rein. Das gilt dann auch für die Stationen. So, in der Konfiguration hätte ich die eigentlich gerne alle jetzt eingestellt. Ja, weil verteidigen heißt ja, dass die erst dann schießen, wenn die ja, unter Beschuss kommen. Also die Weltschiffe. Das macht aber überhaupt keinen Sinn, weil wir ja aktiv angreifen wollen. Und die sollen alle auch direkt schießen, hier die Geschütze. Deswegen stellen wir die Konfiguration hier komplett um. Okay, oder so rum. Die Kleinen lassen wir hier auf alle Feinde. Die könnten wir auch auf Jäger stellen. Das macht im Grunde jetzt nicht den riesigen Unterschied. Aber verteidigen ist halt reine defensive Einstellung. Deswegen passen wir das an. Das hätten wir theoretisch schon beim Kaufen anpassen können. Hätten wir es nämlich einmal eingestellt und dann wäre es für alle automatisch so eingestellt gewesen für die, wo neu produziert worden wären. Aber das sind weiter schlimm. Dann stellen wir das jetzt eben schnell für alle ein. Okay, so noch die letzte. Weil die Einstellungen hier, ne, die können tatsächlich in der Flotte sehr viel ausmachen, ne? Wenn man sich dann wundert, warum schießen der nicht und hin und her. So, was hat uns jetzt gesagt? Ist er fertig? Oder sind die hier noch am Justieren? So, wir haben jetzt im Grunde hier die Angriff-Koordinieren-Geschichte gemacht. Das heißt, die ganzen Schiffe gehen auf Position und werden dann, sobald sie auf Position sind, können wir das hier starten. Jetzt ist nur die Frage, ob das jetzt hier schon so ist oder da noch was fehlt. Wir wechseln jetzt mal rüber auf unsere Odysseus, die ist hier mittlerweile da. Sollte es, wir hätten die Station auch direkt angreifen können, die hat ja keine Verteidigung, soweit ich jetzt auf Anhieb gesehen habe. Aber ist ja immer ganz schön, trotzdem mal hier nochmal das volle Programm zu gucken. Mich wundert nur, dass die so auf einem relativ hohen Abstand sind hier, ne? Ich habe eigentlich in Erinnerung, dass die ein bisschen näher dran sind. Aber eigentlich. So, jetzt habe ich hier Sammelpunkt aktiviert. Eigentlich wollte ich damit was anderes bezwecken, aber gucken wir uns mal an, was jetzt hier unsere Flotte liefern kann.
Wie sieht es mit den Zerstörern aus? Die kommen jetzt langsam. Die Behemoth mit hier mit ihren Hauptgeschützen und die ganzen, ja, die Klapperschlangen benutzen auch erstmal die Hauptgeschütze. Das finde ich eigentlich schon echt gut. Das würde ja bedeuten, bleiben tatsächlich auch ein bisschen auf Abstand. Und die Plasma sind auch aktiv. Selber auch nichts zu machen. Wir warten das jetzt einfach ab. Das Einzige, was tatsächlich problematisch sein könnte, dass unsere Jäger bei der Aktion hier massiven Schaden erleiden durch die Explosionen. Ja, das scheint es hier schon gewesen zu sein. Das war die Station. Na, jetzt gucken wir mal. Ein Schiff hat es gekostet auf jeden Fall. Es kann eigentlich jetzt nur hier ein Schiff gewesen sein. Ja, Dana Ares, die hat sich verabschiedet. Die haben halt durch die Explosion halt den meisten Schaden genommen. Und die Moreia halt auch, klar. Gucken wir mal, ob wir das hier als Sammelbefehl machen können. 31 Ares. So komme ich denn da überhaupt gar nicht auf die Reparaturmenü-Geschichte hier drauf? So, wenn ich das mit einem Schiff mache, dann funktioniert es. Wenn ich das mit der Gruppe mache, wird es schon schwieriger. Warum eigentlich? Die brauchen ja eigentlich eine Reparatur. Aber eben nicht alle. Na gut, dann wählen wir jetzt mal die Defekten aus. Ob das dann funktioniert. Na, dann können wir das komplett hier durchhaken. Naja, das ist doch eigentlich praktisch. Dann werden wir alle defekten Schiffe jetzt hier mal auswählen. So ziemlich die ganze Flotte eigentlich ist, also zumindest mal die kleinen Schiffe. Also ich glaube, wir lassen die einfach bei der nächsten Station drin, denn die brauchen wir eigentlich gar nicht. Zerstörer sollten das eigentlich alleine hinbekommen. So, ich denke, so können wir das jetzt mal machen. Und zwar mit allen Schiffen hier. So, mit dem Versorgungsschiff können wir theoretisch auch noch die großen Schiffe reparieren. Mal gucken,
Ob die den Job hier so annehmen? Ja, scheint zu passen. Nehmen wir eine Ares und weisen die jetzt mal hier nochmal zu, damit wir hier nochmal volles Magazin haben. Mal gucken, ob die Reparaturen alle so greifen. Die M-Schiffe sind noch alle da, die haben auch keinen Schaden genommen. Ja, wir lassen die ganzen kleinen Schiffe jetzt einfach gelandet. Die M-Schiffe auch, die brauchen wir eigentlich für die Station so nicht. Wir machen das wirklich mal nur mit den Zerstörern. Tun wir mal kurz hier beschleunigen, damit die einmal alle landen. Also im Großen und Ganzen hat das hier mit dem Reparieren geklappt. Ein paar sind hier noch offen. Na okay, die sind ja noch gar nicht da. Das hat aber an sich echt gut geklappt. Was macht er hier? Er scheint hier in der Station festzuhängen, oder was? Wie hat er das dann hinbekommen? Wir wechseln mal gerade hier einen Sektor weiter. Erreiche so, jetzt System. Kommt auch da raus. Demeter, Angreifer, erreiche System, Tarkas Schlucht. Was war das eigentlich gerade für ein Funkspruch? Hat er hier Probleme oder? Naja, scheinbar. Ja, die Split-Handelsstation, die ist aber ganz schön beschädigt tatsächlich. Na, okay. So, da kommt die letzte Ares rein. Das heißt, wir werden jetzt hier die Flotte direkt schon mal zur nächsten Station hier machen. Wir machen das nochmal mit Angriff koordinieren. Automatische Freigabe machen wir raus. Ah, okay, also er nutzt aber trotzdem alle Schiffe dann bei der Aktion. Ich die auch gelandet gestellt habe. Okay. Naja, gut. Das ist natürlich dann ein bisschen doof. Hier den Kolossus können wir auch mal noch umstellen. Ah, der hat ja auch Flak mit dabei. So haben wir denn da einmal noch Pulsenergie und den Rest der Flak. Also das sollten wir mal einheitlich machen. So, lassen wir die erstmal hier nochmal landen. Und die zwei hätte ich gerne mal noch repariert vorher. Na gut, das sind noch einige mehr tatsächlich. Dann machen wir das einfach mal anders. Wir machen die Klapperschlangen hier in die Flotte der Behemoth rein. Aber die hat ja auch Schiffe dabei, ne? Mir fällt gerade ein, wir hätten eigentlich gar keine Ares schicken müssen. Wir haben doch, glaube ich, hier noch so Ersatz-Ares gehabt hier auf der Nomad. Die hätten wir auch können nutzen. Wir nehmen die Klapperschlange jetzt mal raus. Und machen eine eigene Flotte daraus. So habe ich das auch immer früher eigentlich gemacht. Ich habe immer
Nomad-Träger und noch so zwei Zerstörer zur Verteidigung, obwohl man die in der Regel nie gebraucht hatte. Und die Zerstörer als separate Flotte, um genau diese Explosionsproblematik eigentlich zu vermeiden. Jetzt lassen wir einfach mal die Staffel hier anfliegen. Klapperschlange. Ja, das sind sie. Okay, die lassen wir hochfliegen. Lassen wir hier mal alle Schiffe landen. Und wir werden noch die übrigen hier reparieren lassen. So, und dann hier noch die eine Ares, die brauchen wir gar nicht. Okay. So, jetzt passt das hier wieder. Was haben wir denn hier noch? Die Behemoth haben wir da noch, okay. Schicken wir mal den Träger hier ein bisschen weiter. Und lassen hier mal die Klapperschlangen die Aufstellung machen. So, wenn noch ein bisschen Zeit vergeht, dann haben wir theoretisch auch noch zwei weitere. So, gucken wir mal gerade. Ja, die gehen noch in Position. Wählen wir das einfach hier mal direkt mit der nächsten Station aus. Und jetzt rein die Zerstörer da angreifen. Wie weit sind denn eigentlich die anderen zwei? Aber die sind auch bald fertig, die können wir dann dazu nehmen. In Argon Prime hier hätten wir theoretisch noch eine. Schicken wir jetzt hier direkt mal in den Sektor rein. Und wir hätten ja eigentlich ja noch eine, ne? Hier die. Ne, Quatsch. Hier die in. Mal gucken, hat die eigentlich irgendwelche Modifikationen gehabt oder? Ne, tatsächlich auch nicht. Dann lassen wir die jetzt einfach auch mal hier reinfliegen. Dann haben wir die ganzen Klapperschlangen nämlich hier beisammen. Oh, die greifen ja schon an. Gucken wir mal. Blendteilefabrik. Was sind denn unsere? Da oben kommen sie. Okay, aber die werden hier beschossen tatsächlich. Klapperschlange. Gucken wir mal, dass für uns jetzt problematisch wird. Aber die schießen hier irgendwas, was gar nicht so viel Schaden macht, wie es aussieht. Blendteilefabrik. Wir haben die Hülleteilefabrik schon auf fast 50%, also. Da wird jetzt nichts mehr passieren. Aber immer wieder schön hier das Schaubild.
Ja, okay, er lässt sich hier aber freundlich beschießen, ohne dass er irgendwie mal eine Reaktion zeigt. Okay, also jetzt ist der Teil kaputt, das heißt, da wird nichts mehr passieren. Irgendwas schießen hier die Pulsläser noch. Und ja, noch nicht ganz, aber ja, das war die nächste Station. Die Schiffe sind soweit noch intakt. Dann können wir die theoretisch hier direkt koordinieren. Eigentlich müssten die dann auch erstmal warten, bevor die angreifen, meine ich, oder? So verstehe ich das mal. Aber wir bekommen mit den Klapperstangen das jetzt hier schon ruckzuck weg. Wir hätten das auch können theoretisch mit ein, zwei Schiffen machen. Da hätte es halt nur mega lange gedauert, bis wir da wirklich vorangekommen wären. Viel schneller wäre das mit der Syn jetzt auch nicht gegangen. Weswegen ich so meine allgemeine Ansicht zur Syn irgendwie in Frage stelle. Ich muss gestehen, ich hatte die Klapperschlange nie in Betrieb. Das war vielleicht der Fehler. Wobei die Syn halt noch einen Tick mehr hat. Okay, so. Jetzt gucken wir mal gerade, wo ist denn eigentlich unsere zweite Kolossus? Okay, die ist fertig. Das heißt, die können wir jetzt noch zum Umrüsten schicken. Dass wir hier die Schilde alle mal auf einen Stand bekommen. Und dann können wir gucken, ob wir Tuning-Teile haben. Dann gucken wir mal, was wir dann da rausholen können. Weil theoretisch hätten wir in unserer jetzigen Kolossus gar nicht alle Schilde von den Terranern drin, ne? Deswegen zwar immer noch viel hat durch das Tuning, könnte aber trotzdem mehr haben. So, haben wir jetzt hier alles. Ja, passt. Kostet 15 Millionen. Klicken wir los. Was soll er machen? Und dann nehmen wir hier mal ein paar Ares. 40 Ares. Die können wir dann schon mal hier zur Kolossus schicken. Wir machen das dann in 10er Staffeln. So, lassen wir das mal aktualisieren. So, die Klapperschlangen sind hier schon bereit. Okay, gut, das können wir auch gleich noch gucken. Ich meine, das hängt jetzt auch nicht. Wir gehen jetzt mal hier auf die Klapperschlange drauf. Wir gucken uns das Ganze mal an. Von der Klapperschlange aus. Und dann werden wir das hier auch starten. Ist jetzt halt nicht der genialste Sektor, um sich hier das anzugucken. Da gibt es doch schon ein paar schickere Sektoren.
wenn jetzt mal hier auf die Kuppel ist, dass wir hier mal was sehen. Anderen, ja, zumindest mal zwei davon. Mal ganz so schlecht aus. Jetzt noch 61. Explosion steht bevor. Aber wir bomben uns mit unseren Klapperschlangen echt schon was weg. Also die Hauptgeschütze, dass die so gut benutzt werden und dass auch die Geschütztürme hier noch mit dabei sind, das macht halt mega viel aus. Die Station ist im Grunde gleich schon hinüber. Das heißt, das funktioniert eigentlich so gut, dass wir im Grunde gar nicht dabei sein müssten. Sieht echt gut aus. Ja, das war die Station schon. Das war sie schon gewesen. Gucken wir mal gerade hier noch mit den Schiffen. Da machen wir gerade noch die dritte Staffel draus. So. Sind das jetzt 10? Ne, es sind 12. Da fehlen dann hier noch 2. Da war das jetzt nur ein... Ja, okay. War jetzt nur ein Anzeigeproblem. So, jetzt gucken wir mal. Da das hier so gut funktioniert hat mit unseren Klapperschlangen. Und mal gerade gucken, ob die anderen schon da sind. Wo haben wir denn unsere andere? Okay, die brauchen noch im Moment. Und wir haben noch hier irgendwo eine gehabt. Zwei Riesen. Okay, die ist auch auf dem Weg. Und die zwei anderen wären dann jetzt theoretisch auch fertiggestellt. Das heißt, wir schicken die zwei ebenfalls hier in den Sektor rein. Ah, ne, gar nicht. So, genau, die soll einfach mal hier reinfliegen. Dann lassen wir unsere Klapperschlangen hier. Einfach mal, den Angriff koordinieren. Und so können wir das Station für Station machen. Wir müssen noch nicht mehr hier im Sektor verbleiben. Ich sehe da jetzt akut überhaupt keine größere oder allgemein keine Gefahr. Wir hatten ja schon diverse
Großkampfschiffe hier zerstört gehabt. Dennoch haben wir hier noch einiges zu zerstören. Wechsle ich mal nochmal zur Odysseus rüber. Und ja, zum unterm Strich brauchen wir unseren Träger tatsächlich überhaupt nicht. Also sprich auch die S-Schiffe brauchen wir hier auch nicht. Ne? Also die sind tatsächlich gegen die Stationen eigentlich jetzt total uninteressant. Da die einfach durch die Explosion und durch die Stationsgeschütze zu viel Schaden nehmen, müssen wir einfach immer viel zu viel manuell nachreparieren. Das war früher aber ein bisschen anders. Ne? Also früher konnte man mit 40 Jägern eine Xenon-Station platt machen, ohne irgendwie Verluste zu haben. Das hat sich aber alles ein bisschen geändert. Ja, so im Grunde, wie gesagt, machen wir das hier mit allen Stationen so. Und das Schöne an der Sache ist, wir haben so viele Klapperschlangen. Wenn da jetzt eine zerstört wird, macht uns theoretisch überhaupt gar nichts. Zumindest mal nicht viel. Da unten wird noch eine KDH-Fabrik gebaut. Ah, die bauen jetzt hier tatsächlich Stationen hin. Das ist ja interessant. Und hier haben wir noch eine Paraniden-Verteidigungsstation. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass die gebaut worden ist. Denn sonst wäre der Sektor nämlich tatsächlich denen statt uns. Das muss also irgendwann ja, in den letzten Folgen passiert sein, ne? Können wir theoretisch überlegen, ob wir die noch aufteilen auf zwei Staffeln, also auf zwei Flotten, die ganzen Klapperschlangen. Das sind jetzt insgesamt 7, es kommen noch 3, da sind wir bei 10. Das würde ich auf 2 5er umbauen. Da könnten wir theoretisch die Stationen parallel, wobei wir machen glaube ich doch eine große Flotte. Da geht es zum einen schneller und wenn der Beschuss von der Station käme, dann bleibt er auch nicht so lange auf den Zerstörern. Ja, das wäre immer so der Plan. Gucken wir mal gerade mit der Forschung hier nochmal rein. 21.000, das hat sich schon nochmal was getan. Gucken wir mal im Geld. Wir setzen hier mal noch ein bisschen Kohle mit drauf. Oh, 6 Millionen. Gucken wir, machen wir 10 Millionen. Das hier mit dem Budget, das verstehe ich ja immer noch nicht so ganz. Auf was der sich da bezieht, denn die Station macht ja im Grunde gar nichts. Okay, die, gut, die hat das Fertigungshangar. Er will wahrscheinlich die Kohle haben für das Fertigungshangar einfach. Und ich glaube, wir müssen hier mal noch ein bisschen Lager mit anbauen. Wir haben ein bisschen wenig Lager tatsächlich. Fehlen noch ein paar Nanotronik. Ja, ich denke, so bauen wir die mal. Ich muss gestehen, dass mich hier die Homebase als Station eigentlich nie wirklich interessiert hatte. Es gibt ja da tatsächlich welche, die haben sicher die tollsten Konstruktionen hier um das Teil rumgebaut. Aber ich habe an dem runden Ding hier irgendwie nie Interesse gehabt, da irgendwie was zu bauen. Okay, die gehen hier noch auf Position.
ist tatsächlich noch die nächste. Holen wir mal den Befehl raus und übergeben das der Wepperschlangenflotte. Und dann werden wir gerade auch noch hier gucken, dass die Geschütze passen. So, und wenn er hier da ist, dann müsste eigentlich auch die zweite gleich da sein. Drei Einigkeiten, nee, das war die von Argon Prime gewesen. Das heißt, es kommen noch drei Stück. Das heißt, es sind tatsächlich 11, eine 10. So, und hier geht es auf die Position hier noch. Und dann müssten eigentlich alle soweit sein. Okay, hier fehlt noch. Und hier fehlt auch noch. Also zwei Stück, die noch nicht auf ihrer Position sind. Aber ich finde das mit dem Angriff koordinieren eigentlich ganz praktisch. Es kam aber allerdings relativ spät. Ich hoffe, dass mit dem neuen Add-on oder Spiel oder was auch immer genau kommt, da was die Kampfgeschichte angeht, dann noch ein bisschen was passiert. Kolossus, Angreifer. Jetzt haben wir dann nämlich unseren Träger stehen. Gut, wir haben jetzt noch einen Träger gekauft. Ist hier schon fleißig unterwegs. Die Ares dürften... Oh, die sind sogar schon gelandet. Okay. Hat entweder die Kolossus gewartet oder... Sie haben sie irgendwie eingeholt. Lassen wir die mal upgraden. Ja, mal gucken, ob wir da überhaupt noch großartig Träger brauchen. Weil wie gesagt, für die Stationen sind sie eigentlich eher uninteressant. Machen wir hier mal noch den Handelsfilter aus. So, dann sehen wir das auch besser. Übernehmen wir es mal. Okay, wir gehen jetzt ja automatisch auf den Angriff. Weiß jetzt auch gar nicht, ob ich das irgendwie deaktiviert habe. Also ganz blicke ich dann nicht durch, ne? Ich nutze es tatsächlich auch relativ wenig. Blindteilefabrik. So, können wir es noch einmal kurz hier drauf gucken. Aber im Grunde sollte das eigentlich... das gleiche sein wie immer. Die Station schießt auch an sich gar nicht zurück. Sieht doch gut aus. Ja, hier die Hauptgeschütze und die Plasma, die machen natürlich hier schon viel was aus, ne? Richtig cool. Also ich bin echt ein bisschen hin und her gerissen gerade, ne? Weil eigentlich bräuchten wir die Sinn ja gar nicht. Das fällt mir jetzt nach knapp 1000 Stunden Spielzeit mal auf, dass das eigentlich auch ohne gegangen wäre jetzt. Ich habe die Klapperschlange da echt ein bisschen unterschätzt, ne? Also es macht echt Sinn. Habe ich noch nie gemacht, aber es macht Sinn. Mal echt alle Schiffe auszuprobieren, ne? Dass man wirklich mal sieht, welche Stärken und Schwächen die haben. So, was mache ich denn da eigentlich?
Das heißt, wir können das im Grunde jetzt auch im Background laufen lassen. Wir müssen da jetzt nicht zwingend hier bei jeder Station dabei sein. Ich wollte es tatsächlich nur mal ein bisschen beobachten. Aber im Grunde können wir hier die Sektoren bereinigen. Das heißt, wir schicken die Flotte immer weiter. Und dann hat sich das Thema Split hier bald erledigt. Deswegen müssen wir mal gucken. Die 400 Millionen müssen wir trotzdem bezahlen. Ich vermute, wir bekämen dann auch noch Unterstützung. Ah, okay, 30 Stück. Der komplette Bau ist auch hier momentan stehen geblieben. Mal gerade gucken, was fehlt denn hier alles. Für die des Schiffes sollte eigentlich aber alles da sein. Ja, eigentlich schon, es sei denn. Energiezellen sind auch da. Mit dem Gas haben wir hier tatsächlich noch ein bisschen Probleme. Aber warum werden da denn da keine produziert aktuell? So ganz verstehe ich es jetzt nicht. Wir machen mal Folgendes. Wir schicken jetzt einfach mal die Ares hier raus. Warum werden die jetzt gerade nicht produziert? Mal gucken. Wir haben doch eigentlich von allem was da. Erwarte Befehle. Ist eigentlich alles vorrätig. Wenn das Komposubstrat und das Metallmikrogitter, dass das jetzt fehlt, das ist ja nicht schlimm. Wir brauchen die Teile aber auch eigentlich gar nicht. Es sei denn, er hält die Ressourcen für die Sinn vor. Wir brechen jetzt mal die Sinnaufträge ab. Die Materialien sind ja eh noch nicht da. Okay. Ja, scheint mal so, dass der jetzt die Ressourcen geblockt hat für die Zerstörer. Ja, wir produzieren jetzt direkt hier mal nochmal 16 auf einen Schlag. Beziehungsweise insgesamt 80. Und ich denke, wir haben im Moment genug Jäger. Wir verkaufen die einfach hier in die Split. So, da haben wir nochmal um die 50 Millionen gut gemacht. Gucken, dass wir vielleicht noch die 200 packen, dass wir dann 400 haben für den Splitplot. Ich denke mal, dass wir das als erstes machen werden. Wir sind ja sowieso jetzt hier schon dabei und parallel werden wir mal gucken, dass wir hier noch die Stationen in Betrieb bekommen. Denn ich glaube, hier für den Bau von den Stationen fehlt hier noch ein paar Sachen. Silikon Abit ist da. Oder Carbit, Silikon Carbit. Und das Kompotronik Substrat ist teilweise da. Da haben wir unsere Helios da losgeschickt gehabt. Wir können mal gucken, ob wir von diesem, was brauchen wir denn hier, von diesem Kompo Substrat gedödeltes, ob wir da jetzt noch irgendwie was bekommen. Eine Helios hat ja gar nichts zu tun, das heißt, wir schalten unseren Handelsfilter wieder ein. Dann checken wir mal hier die Stationen ab. Da hätten wir 150, die wir einkaufen können. Dann haben wir hier noch 100. Ja, es wird ja immer so schwungweise nochmal was produziert.
Ja, und das war's dann wohl. Ach ne, guck mal. Ach ne, die kaufen das ja ein. Ich weiß es auch gar nicht, hatten wir den... das Handelsabo bei denen eigentlich schon gekauft? Ich glaube nicht, oder? Gucken wir mal gerade. Doch, scheint aber so. Nee, haben wir nicht. Das sollten wir vielleicht mal noch machen. Dass wir hier mal die ganzen Preise haben. Dann wird es auch einfacher, die Sachen einzukaufen. Haben wir hier irgendein Schiffchen rumstehen? Gucken wir mal gerade. Ja, sieht nicht so aus. Bei dem Pio haben wir auch keine Preise. Ich denke, wir schicken mal hier irgendein Moraya mal dorthin. Die soll mal dort landen schon mal. Dann werden wir nämlich das Handelsabo noch kaufen. Das sind ja mal Helden hier, ne? Guck mal. Die haben hier den Sektor umbenannt. Obwohl das eigentlich unser Sektor ist. Ich dachte noch schon die ganze Zeit, warum heißt denn der so? Das können wir aber theoretisch nochmal ändern. Na, okay. Sondern haben wir hier noch eine Station, die die ganzen Terraner-Waren produziert. Da ist soweit alles da. Da fehlt im Grunde auch nur noch das Computronics-Substrat. Wie so überall. Aber der hat zumindest mal schon mal angefangen hier zu bauen. Und wenn wir die auch noch beliefern müssen. Jetzt gucken wir mal gerade. Ja, die Moraya ist unterwegs. Dürfte auch relativ schnell da sein und dann werden wir unsere Station hier noch beliefern. Und ich vermute, dass jetzt auch hier oben die nächste Station sich verabschiedet hat. Ja, sieht doch gut aus. Da sind übrigens auch die anderen beiden Klapperschlangen. Ich denke, wir weisen die auch mal der Station zu. Bevor wir das machen, dann stellen wir erstmal die Geschütze ein. Und hier noch ein Plasma. Ansonsten passt das ja so. Aber verteidigen ist halt absolut ungünstig jetzt für uns. Okay, so. Und die beiden hier machen wir dann in unsere Flotte hier mit dazu. Und die können auch ruhig alle hier in derselben Konstellation laufen. Jetzt haben wir insgesamt 10 Schiffe und haben noch eine Klapperschlange hier stehen. Ich denke, wir werden jetzt hier erstmal nochmal den Angriff koordinieren. Automatische Freigabe lassen einfach alles mal so drin. Im Grunde müsstet ihr das jetzt hier alles von allein machen. Ohne dass wir da dabei sind. Unser Träger hat er jetzt leider nicht wirklich die Funktion. Da geht bei Xenon-Stationen mit den ganzen kleinen Jägern doch schon mehr. Aber okay. Ich denke. Wie sieht denn hier eigentlich die Situation aus? Die Split hier oben werden ja auch nochmal angegriffen. Ich denke, wir schicken jetzt einfach mal die Klapperschlange hier in den Sektor rein, dass wir mit immer noch ein bisschen helfen können. Ansonsten hier passt das soweit alles. Die werden hier immer fleißig abgefangen.
Und ja, bei den Hop passiert irgendwie gar nichts mehr. Wir haben hier unten am Tor noch so zwei Zerstörer stehen, aber wirklich was passieren tut da, glaube ich, nichts momentan. Na gut, wenn wir jetzt hier noch die 80 Ares alle verkaufen, dann kommen wir auf 80. Ich muss mal gerade selber rechnen. Wir bekommen um die 1,4 oder was sagen wir 1,5, dann ist es einfacher. Da haben wir 120 Millionen. Gucken wir mal gerade hier noch unsere Stationen durch. Ob wir da irgendwie schon Geld nochmal abschöpfen können. Unsere Hauptschiffswerft. Lassen wir aber 10 Millionen drauf ungefähr. Verteidigungsstation. Ja, das ist die neue Produktionsstätte. Hightech-Fabrik. Ich glaube, ich wollte die doch mal noch ein bisschen besser benennen. Aber okay, lassen wir das einfach mal. Geben wir hier noch unser Geld ab. Mal gucken, wie viel wir da jetzt zusammenbekommen. Wir haben da auch diverse Transporter extra gekauft gehabt, damit der Verkauf einfach ein bisschen schneller klappt. Okay, Hüllenteile. Lagermaß Hightech-Fabrik. Warum hapert es denn hier eigentlich noch an dem Wasserstoff? Ah, okay, weil die Produktionsstätte noch mal da ist. Dann lassen wir das Geld erstmal so drauf. Unsere Minischiffswerft. Man hat eigentlich gar kein Geld. Könnte aber theoretisch produzieren. Schiffswerftversorgung Antigone. Und hier haben wir die ganzen neuen Stationen und die machen tatsächlich, so wie es aussieht, hier schon relativ viel Umsatz. Die hatten wir ja ursprünglich gebaut gehabt, für unseren Ruf zu pushen. Dazu ist es ja nie wirklich gekommen. Jetzt gehen wir aber trotzdem mal in die andere Ansicht hier noch über. Homebase 10 Millionen. Okay, okay. Stationsbaubudget, das können wir noch ändern. Das Geld braucht ja nicht umsonst da liegen. So, die Hightech-Fabrik, die hat kein Geld, das lassen wir auch so. Höhenteile. Da wir ja selber dort meinen, brauchen wir die Betriebskosten gar nicht zu erfüllen. Genauso hier wieder Schiffswerft Mini. Okay, da hatten wir ja tatsächlich das extra so gemacht. Aber wenn man sich jetzt unsere Schiffswerft anguckt, die hätte erwartete Betriebskosten von 564 Millionen. Totaler Blödsinn. Da wir die Betriebskosten ja durch eigenes Abbauen von Ressourcen überliefern, da fließt dann eben kein Geld. Deswegen brauchen wir hier theoretisch kein Geld drauf, weil das würde ja ansonsten den Sinn unserer eigenen Schiffswerft für zu produzieren eigentlich zunichte machen, weil da können wir sie auch so kaufen, wenn wir alle Waren einkaufen. Deswegen macht auch eine Schiffswerft ohne Produktion meiner Meinung nach wenig Sinn. Da unten kommen noch ein paar Xenon rein. Ja, ich denke, so im Großen und Ganzen sieht das eigentlich ganz gut aus. Wie sieht es hier aus mit unserem neuen Angriff? Ja, die Station ist auch schon halber Blatt.
Da passiert eigentlich nichts Schlimmes mit den Zerstörern. Das heißt, wir können die einfach alle mal so laufen lassen. Und ja, das war jetzt mal so unser Test von unserer Flotte. Ich würde sagen, die Klapperschlangen haben sich echt gut gemacht. Können wir überlegen, ob wir die vielleicht noch ein bisschen ausbauen. Vielleicht kaufen wir auch noch eine passende Raptor dazu. Jetzt bin ich ja neugierig. Jetzt gucken wir mal gerade über die... ich weiß gar nicht, wo wir jetzt überhaupt schon den Ruf hatten. Ja, doch. Da fehlen lediglich Hüllenteile. Na gut, die kostet halt schon was. Wir könnten allerdings die Geschütze halt auf unseren eigenen Stationen ausbauen. Da brauchen wir nicht mal zwingend alles hier bei denen zu kaufen. Aber das können wir uns dann noch überlegen, weil auf die Raptor gehen halt auch noch 100 Jäger drauf, so on top. Also überhaupt. Und die hätten wir dann auch noch dabei. Hightech-Fabrik. Ja, an sich sieht das doch ganz nett aus hier. Hauptgeschütze und Plasma. Ja, da kommt doch hier Freude auf. Kommen die gar nicht alle hier auf den Bild, auch so richtig. Ja, sieht doch gut aus. Dann würde ich sagen, machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Das läuft ja eigentlich jetzt ganz gut. Und ja, dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.